Berlin gilt als eine der vielfältigsten Städte Deutschlands. Auf dem Alexanderplatz treffen täglich mehr als 360.000 Menschen zusammen. Fast alle diese Menschen unterscheiden sich stark in ihrem Aussehen, ihrem Alter und ihrer sozialen und kulturellen Herkunft. Und dennoch begegnen sie sich an einem zentralen Ort Berlins. Ein Begriff, der im Zusammenhang mit dieser Vielfalt häufig gebraucht wird, ist Inklusion. Das Ziel der Inklusion ist eine Welt, in der alle diese unterschiedlichen Menschen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Voraussetzungen eine Gemeinschaft bilden. Doch leider findet an Orten wie dem Alexanderplatz nur selten eine wirkliche Begegnung zwischen sehr unterschiedlichen Menschen statt. Wir wollten deshalb wissen, wer schon mal vom Begriff der Inklusion gehört hat. Ich habe davon noch nichts gehört. Ich habe auch noch nichts von dem Begriff gehört. Nein, noch nie gehört. Nein, habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Die Einbeziehung von Behinderten im täglichen Leben. Menschen mit Behinderung bilden tatsächlich eine Gruppe, die häufig übersehen wird, wenn es zum Beispiel um die Gestaltung von Bildungs- oder Freizeitangeboten geht. Auch in der Entwicklungszusammenarbeit wurden die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung lange übersehen. Aus diesem Grund hat sich der Verein Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit, kurz BEZEF, gegründet. Wir wollten von Gabriele Weigt, der Geschäftsführerin von BEZEF, wissen, was ihr Verständnis von Inklusion ist. Die Definition von Inklusion ist eigentlich ganz einfach. Das heißt, von Anfang an dabei sein. Was heißt das jetzt? Das ist so einfach gesagt. Also für uns bedeutet das, dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und dabei ist auch Entwicklungszusammenarbeit ein wichtiges Themenfeld, die Rahmenbedingungen zu schaffen, sodass jeder Mensch teilhaben kann, sodass keine Barrieren aufgebaut werden, sodass eben eine Teilhabe von jedem möglich ist und gleichzeitig aber auch, dass die Mittel und Unterstützungssysteme bereitgestellt werden, sodass die Teilhabe auch ermöglicht wird. Also wie zum Beispiel, wenn man sich dafür einsetzt, dass Schulen barrierefrei gebaut werden, gehört gleichzeitig auch dazu zu schauen, dass Kinder, die zum Beispiel einen Rollstuhl oder andere Hilfsmittel benötigen, diese auch bekommen. Weltweit müssen mehr Strukturen aufgebaut werden, die die Teilhabe von Menschen mit Behinderung erleichtern. Vor allem in den ärmsten Ländern ist es für Menschen mit Behinderung oft nicht leicht, zum Beispiel die Schule zu besuchen oder zum nächsten Krankenhaus zu gelangen. Die Herausforderung für Menschen mit Behinderung im globalen Süden sind noch mal größer als in Deutschland. Wenn wir vielleicht bei dem Bereich der Bildung erstmal bleiben, in Deutschland gehen alle Menschen oder fast alle Menschen mit Behinderung, bekommen schulische Bildung. Ein großer Unterschied im globalen Süden liegt darin, dass nach Angaben der UNESCO mehr als 90% der Kinder mit Behinderung keine Schule besuchen. 3% der Erwachsenen mit Behinderung können lesen und schreiben und 1% der Frauen mit Behinderung. Im Bereich der beruflichen Bildung, Arbeitsmarkt, Arbeitschancen sieht es auch sehr, sehr schlecht aus. Auch in Deutschland wird es Menschen mit Behinderung oft schwer gemacht, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. In Berlin hat sich deshalb im Jahr 1979 das Anne-Dore-Leber-Berufsbildungswerk gegründet, das jungen Menschen mit Behinderung und speziellem Förderbedarf die Berufsausbildung ermöglicht. Wir bilden hier in über 30 Berufen aus, orientieren auf Berufe und aktuell sind bei uns über 500 Jugendliche in Ausbildung. Diese jungen Menschen, die zu uns kommen, die haben einen besonderen Förderbedarf. Sie haben psychische Einschränkungen, Körper-, Sinnes- und Lernbehinderungen. Und es geht darum, eben über den passenden individuellen Beruf dann den Anschluss zu finden in die Teilhabe, das heißt in das Arbeitsleben, in die Eigenständigkeit. Ich heiße Melis Kördemann, bin 27 Jahre alt. Ich mache Fachpraktika für Bürokommunikation, bin im zweiten Ausbildungsjahr. Also ich arbeite lieber mit im Büro, weil da ich mit Menschen telefoniere und mit Menschen Kontakt habe, E-Mails zum Schreiben. Wenn ich mit der Ausbildung fertig bin,
habe ich vor, Richtung Fachpraktiker für Bürokommunikation weiterzumachen. Wir sorgen dafür, dass diese Vielfalt, die wir haben in der Unterschiedlichkeit der Menschen, für die Gesellschaft ein Ziel ist und dass wir daran mitwirken, dass das auch die Akteure sehen und dafür sorgen, dass die Stärken, die Fähigkeiten, die Potenziale von allen Menschen Berücksichtigung finden. Die Stärken und Potenziale von Menschen mit Behinderung werden leider nur selten erkannt. Die Barrieren, die es mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen zu überwinden gilt, sind stattdessen viel mehr im Bewusstsein der Mehrheitsgesellschaft. Wir wollten wissen, wie der persönliche Alltag wohl aussehen würde, wenn man zum Beispiel auf einen Rollstuhl angewiesen wäre. Schwierig, ne? Also, wenn ich flexibel sein möchte, mit Bus und Bahn fahren möchte, ich weiß nicht, also die Einrichtung ist hier ja nicht überall so, ne? Also, man kommt zwar gut in die Läden rein, aber in einem Bus zum Beispiel habe ich noch nie gesehen, dass da jemand so ohne Probleme reinkommt. Na, meine meisten Hobbys, die trage ich eh von zu Hause aus. Also, es wäre auf jeden Fall eine große Einschränkung, aber ich denke, nach einer gewisser Zeit würde ich damit zurechtkommen. Also zurechtkommen würde ich damit nach einer Zeit auch schon, aber es wäre schon eine große Einschränkung für gewisse Sachen, die ich draußen mache. Also das wäre schon sehr unpraktisch, sagen wir so. Ja, sehr viel schwieriger, als wenn man laufen kann wahrscheinlich. Aber man denkt auch nicht so viel drüber nach, wenn es einem gut geht. Das ist ja dann erst, wenn man darauf angewiesen ist, irgendwo hinzukommen und keine Rampen und nichts da sind, dann wird es ja schon schwierig. Zurzeit bin ich mit meinem Kumpel hier. Ohne den kann ich jetzt nicht sein, weil ich ja im Rollstuhl sitze. Ab und zu fahre ich mal wieder mit in mein Elektroauto. Aber wie soll ich sagen, ich war schon mal anderthalb Stunden im Fahrstuhl in Friedrichstraße festgehangen. Ja, da haben sie bloß alle gekickt. Und dann kam nach anderthalb Stunden von der Feuerwehr und ein Polizist und die haben mir dann rausgeholfen. Zuerst fand ich das ein bisschen blöd, aber dann habe ich mir gefreut, wie sie mir alle angekickt haben, wie so ein Model. Ja, wie ich dann gesehen habe, mit schweren Kofferschleppen und Fahrrädern und Kinderwagen und weiß ich was, ja. Eine einzige Frau, die hat gefragt, ob sie mir helfen kann. Da sage ich, mir wird schon geholfen. Auch wenn sich körperliche Beeinträchtigungen auf die Mobilität auswirken können, liegen die Gründe für eine geringere Teilnahme am alltäglichen Leben meistens nicht an der physischen oder psychischen Verfassung von Menschen. Vielmehr werden die zusätzlichen Bedarfe von Menschen mit Behinderungen im privaten und beruflichen Alltag häufig gar nicht erst mitgedacht. Außerdem mangelt es an finanziellen Mitteln zum Aufbau von inklusiven Strukturen. Die Umsetzung von Inklusion in Deutschland ist, ich denke, schon noch ein harter Kampf. Gerade im Bereich der schulischen Inklusion, Umsetzung von inklusiver Bildung, haben wir in Deutschland auch sehr viel Barrieren noch zu überwinden. Deshalb ist es wichtig, dass die Ausbilder vor Ort und in Betrieben haben die Ausbilder oft einfach keine Sicht dafür, weil sie das nicht kennen. Dass sie verstehen, weshalb jemand vielleicht einfach eingeschränkt eine bestimmte Zeit ausbildungsfähig, lernfähig, arbeitsfähig ist und dann wieder eben seine individuelle Begleitung, den Medikamente, Ruhe braucht, ganz individuell, völlig unterschiedlich. Und das können Betriebe nicht leisten. Man muss auch realistisch sein, dass es jetzt leider nicht von heute auf morgen geht, sondern dass man schon auch einen gewissen Prozess abwarten muss, wobei man sich aber darauf auch nicht ausruhen sollte und sagen muss, naja, der Prozess. Was die Politik im Moment da tut, ist eben dass der große Rahmen zunächst einmal. Es gibt die Maßgabe der UN-Behindertenrechtskonvention und es gibt da eben ableitend Aktionspläne und da hat das Land Berlin auch Aktionspläne, wo es eben darum geht, allen Menschen und eben auch Menschen mit Handicaps Teilhabemöglichkeiten zu schaffen. Und da gibt es vielfältige, unterschiedliche Programme, die letztendlich dafür sorgen, von der Schnittstelle angefangen, nach der Schule, Orientierungsmöglichkeiten auf Berufe und eben auch dann Ausbildung, betriebsnahe Ausbildung, um letztendlich dieses
die Inklusion mehr Realität werden zu lassen? Also ich fange nächste Woche an, Praktikum zu machen bei Adelco. Das ist ein Management. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute mich so akzeptieren, wie ich bin und mich dabei unterstützen, wenn ich Hilfe brauche. Man muss genauer hingucken und sehen, wo sind die Potenziale, wo sind die Möglichkeiten, die Kompetenzen und was ist vor allem der Wunsch, die Motivation. Das ist immer das Entscheidende, wie bei allen, egal ob mit oder ohne Handicap. Und das erfordert eben das Besondere auch den individuellen Schutz. Ich bin in der Teilnehmervertretung stellvertretende Vorsitzende. Hier kommen zu uns Leute, die Probleme haben, externe und interne Probleme haben. Oder Schule, Ausbildung oder Internat. Ja, und wir helfen jeden Einzelnen und unterstützen die. Geschützte Räume und gesonderte Angebote für Menschen mit speziellem Förderbedarf sind wichtige Schritte auf dem Weg hin zur inklusiven Gesellschaft. Langfristig möchte Inklusion im Gegensatz zur Integration allerdings zu einer Gemeinschaft beitragen, die allen Menschen ganz automatisch einen solchen Schutz bietet und in der nicht mehr zwischen Mehrheit und Minderheit getrennt wird. Bei der integrativen Bildung geht es darum, dass die Menschen, indem sie bearbeitet werden, für die Gesellschaft integrationsfähig werden, sodass sie integrationsfähig werden und sich anpassen an die Gesellschaft. Der Unterschied zur Inklusion liegt darin, dass die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihrer Heterogenität gesehen werden und dass die Umweltbedingungen, die Schulbedingungen in diesem Fall so verändert werden, sodass jeder Mensch in seiner Einzigartigkeit die Förderung bekommt, die er benötigt. Eine inklusive Gesellschaft setzt allerdings nicht nur strukturelle Veränderungen voraus. Sie beginnt in den Köpfen der Menschen. Jeder Einzelne kann, wenn er sich in diesem Bereich interessiert, engagiert, dann auch nachfragen. Ja, wenn er zum Beispiel sich bei einer Organisation engagiert oder was macht, habt ihr denn auch eben an die marginalisierten Gruppen, verletzlichen Gruppen gedacht? Und erreicht ihr wirklich auch die Ärmsten der Armen? Weil wir schon die Erfahrung gemacht haben, das wird zwar immer gesagt, man engagiert sich für die Ärmsten der Armen, und bestimmte Gruppen werden dann doch nicht berücksichtigt. Ich denke, die Einstellung ist wichtig, ein Stück weit, dass wir uns alle klar machen, dass wir sowieso eine bestimmte Zeit in unserem Leben eingeschränkt sind, behindert sind. Wir kommen eingeschränkt behindert auf die Welt und wir sind es dann auch zum Lebensende, mehr oder weniger lang oder kurz, dass wir uns darüber im Klaren sind und dass wir ein Mitgefühl haben füreinander und auch erkennen, dass wir als Gemeinschaft wirklich viel produktiver sind. Ich würde mir wünschen, dass die Leute mich herum mich so akzeptieren, so wie ich bin.